nochmal für unsere Zuschauer, die vielleicht das nicht mitgehört haben, Labor für Entrepreneurship zu Gast, Lydia Gastroff, ja. Spricht man so aus, ja, Gastroff, ja. Aus München. Mhm. Und Sie haben einen Sargladen, einen Sargladen gegründet und der ist offenbar auch ganz erfolgreich. Ja. Jetzt frage ich Sie erstmal, wir machen zwei Teile. Den ersten Teil bestreiten Sie, sagen, wie Sie es gemacht haben. Mhm. Und den zweiten Teil versuche ich mal zu bestreiten, wie ich es gemacht hätte. Gut. Und versuche mich da reinzudenken. Ja. Wie haben Sie es gemacht? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ein Sargladen ist ja nicht so ganz das Nächstliegende. Nein, also ich habe auch festgestellt, es gibt in Deutschland keinen Sargladen. Doch einen gibt es, glaube ich, mittlerweile. Aber zu der Zeit, wo ich mit der Idee angefangen habe, gab es noch keinen. Und ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse. Das erste war vor 10 Jahren, als meine Freundin starb mit 35, habe ich die Trauerfeier organisiert. Und ich habe sie dann gesehen in einem Sarg, also in so einem barocken Sarg mit Messingbeschlägen und so einem ganz scheußlichen Blumenbouquet da oben drauf. Und ich habe mir gedacht, das geht einfach nicht. Also es hat mich so richtig gestört und es war ein Schockerlebnis, weil ich mir gedacht habe, diese Frau, diese junge Frau in dieser Art von Sarg, das hat mein ästhetisches Empfinden so derartig gestört, dass ich mir gedacht habe, da muss was passieren. Und wieso passiert da nichts? Aha, okay. Naja, und es vergingen einige Jahre und das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe mir also vor allem auch besonders Schaufenstergestaltung von Bestattungsinstituten angeschaut und da gibt's, also da könnte man ein Buch drüber machen, da gibt es die absurdesten, also wirklich hässliche Dekorationen und habe recherchiert und habe gesehen, es gibt also wirklich für unsere Zeit angemessen sehr wenig bis gar nichts. Und dann starb mein Professor, bei dem ich studiert habe, ich habe Kunst studiert an der Kunstakademie und als der starb, gab es für die Familie das Problem, in welchem Sarg könnte er bestattet werden. Und es war auch wieder dieses Problem, es war nichts Angemessenes, dass diesem Mann, der Künstler war und Kunstprofessor war, wo man gesagt hätte, okay, das ist vertretbar. Und er hatte schon immer den Wunsch von seiner Tochter, die Schreinerin ist und Innenarchitektin, noch zu Lebzeit, dass sie ihm einen Sarg baut. Und sie hat es immer verweigert und hat gesagt, also zu Lebzeit, also du lebst und ich baue noch keinen Sarg, der dann bei uns in der Wohnung rumsteht oder so. Das kann ich nicht machen, das ist ja abartig und so. Und als er dann aber im Sterben lag und das Problem mit dem Sarg wieder auftauchte, hat sie dann während dem Todeskampf sozusagen den Sarg gebaut. Und ich habe diesen Sarg erst gesehen auf der Beerdigung. Und als ich diesen Sarg sah, dachte ich mir, das ist eine wahnsinnig tolle Geschäftsidee, muss ich jetzt ehrlich zugeben, weil der Sarg so, der war einfach, der hat mir so gut gefallen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass es dafür keinen Bedarf gibt. Das muss Menschen geben, die auch so in so einem Sarg bestattet werden möchten, vor allem, weil ich glaube, dass man dieses Bild lange in Erinnerung behält, also ich jedenfalls behalte so optische Eindrücke sehr stark in Erinnerung. Und wenn das angemessen war, würde ich sagen, hilft es auch dem Trauerprozess. Ne? Und dann habe ich ein Jahr später, 7 Jahre später, es vergingen wieder etliche Jahre und ich bin immer noch an diesem Thema gewesen. Und ich mache bei mir zu Hause in der Wohnung immer vor Weihnachten Ausstellungen. Ich bin Schmuckdesignerin, ich mache Schmuck. Und eben diese Tochter, die den Sarg gebaut hat, die hat bei mir ein Küchenregal ausgestellt, also zum Verkaufen. Und ihre Schwester Teekannen, die ist Keramikerin. Und inzwischen haben wirklich alle meine Kunden schon 3 Teekannen und Küchenregale haben sie alle von IKEA. Und im Grunde ist eigentlich kein Bedarf mehr. Und die Dinge sind aber wunderschön und ästhetisch. Und ich habe dann einfach mal spontan gefragt, sag mal, würdest du eigentlich auch mal wieder so einen Sarg bauen? Und naja, und dann hat meine jetzige Partnerin hat gesagt, ja, würde ich auch machen. Würde ich machen. Und dann hat gesagt, weißt du was, dann machen wir gleich eine Firma. Du machst die Särge, deine Schwester macht die Urnen und ich mache die Geschäftsführung. Die Leute sterben von selber. Ja, und es braucht auch jeder einen Sarg, davon abgesehen. Also jeder, der stirbt, braucht einen Sarg. Das ist Gesetz.
Und na gut, dann haben wir also gesagt, wie machen wir das jetzt am besten? Die Lena hat erstmal die Särge gebaut, also Geld hatten wir keins, ne? Die Lena hat die Särge gebaut und die Kathi hat angefangen, Urnen zu machen anstatt Teekannen, weil ja. Und dann haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt mit den Produkten? Als die dann fertig waren, haben wir uns gedacht, ja, wie bringen wir die jetzt unter die Lebenden? Also man muss dazu sagen, unsere Idee war im Grunde, Särge für Lebende schon zu bauen, also Sargmöbel, ein Schrank oder Truhe oder sowas, was man tatsächlich schon zu Lebzeiten in der Wohnung benutzen kann, auch die Urnen, und dann später als Sarg verwenden kann. Ja? Und dann haben wir uns gedacht, wir gehen auf die Bestatterfachmesse, da gibt es alle 5 Jahre die BEFA in Düsseldorf, ne? Und um das mal auszutesten, haben wir uns so eine Bestatterfachmesse, die davor war, in Salzburg angeschaut. Und also da habe ich mir gedacht, nee, ich habe auch schon sehr viel Messeerfahrung. Wir haben viele Jahre mit Schmuck einen Messestand gehabt und ich habe wirklich gemerkt, wir hatten das Formular schon da liegen und ich habe wirklich gemerkt, wie mir die Hand stehen geblieben ist und ich konnte es nicht ausfüllen. Und ich habe dann gesagt, also am liebsten hätte ich einen Sargladen mitten in der Stadt, so richtig mitten in der Innenstadt, neben den Kneipen, so richtig mitten im Leben, wo es eigentlich auch hingehört. Und dann sagt die Lene, die gerade nebendran saß, ja, da vorne gibt es doch das Café See, liegt da in der Hans-Sachs-Straße. Ja. Und da ist nebendran ein Raum, das ist die ehemalige Hans-Sachs-Reinigung und der wird temporär vermietet. Immer für 3 Monate. Das nennt sich Konsumtheater Selig. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehen wir jetzt gleich hin und fragen mal. Und vor allem war das der Raum, den ich schon seit vielen Jahren immer im Auge hatte, als die Reinigung noch da drin war, dachte ich mir, also wenn ein Geschäft, ich dachte damals noch an Schmuckgeschäft, also wenn ein Geschäft, dann die Hans-Sachs-Reinigung. Die war damals noch drin. Und in der Zwischenzeit, also das hat... ist halt wie so Zahnräder ineinander gegriffen, es ja. Hat eins aus dem anderen sich ergeben. Und dann sind wir zu den Vermietern und haben gesagt, wir möchten da gerne einen Sargladen machen. Und dann haben wir gesagt, super, ein Sargladen, das ist ja ganz toll, das könnt ihr machen. Ja. Und dann haben wir einen Mietvertrag unterschrieben für 3 Monate und haben das auch gemacht. Also sind inzwischen wirklich total gut integriert in das Stadtviertel, auch die Kirche steht sozusagen hinter uns, die hat mich jetzt auch schon zu Vorträgen eingeladen, was zu dem Thema sozusagen schon zu Lebzeiten sich mit dem Tod zu beschäftigen und die Dinge, die dazu notwendig sind, in einem Geschäft zum Kauf anzubieten, also sozusagen ein Trauerfachgeschäft. Ich habe das noch ausgeweitet auf Trauerschmuck, also zeitgenössischer Trauerschmuck, weil ich kenne natürlich also wahnsinnig viele Kunsthandwerker und Goldschmiede und Schmuckgrafiker und was weiß ich, also die kenne ich einfach alle und ich weiß sofort genau, wer zum Beispiel Trauerpostkarten gestalten könnte und ich stelle mir eben vor, das alles in dieses Geschäft zu integrieren. Und wir haben das jetzt 3 Monate gemacht, wir haben auch Veranstaltungen gemacht in unserem Sargladen, also es gab eine Krimi-Nacht. Da haben die im Café Selig nebendran, da war die Lesung im Café Selig und zum Ende.